Wenn Keynesianismus funktionieren würde, wenn also Kaufkraft stärken und Geld ist genug da und wie der ganze Blödsinn so genannt wird, funktionieren würde, muss man sich die Frage stellen, ist dann die Welt trotzdem eine Hölle oder nicht? Das heißt, ist die Sehnsucht, es möge noch mal so sein wie zur Zeit von Helmut Schmidt in den 70er Jahren, irgendwas Emanzipatorisches, oder haben in dieser Zeit Menschen, die ihr Leben als Lohnabhängige verbringen mussten, ja teilweise bis heute, das gesamte Leben verpasst? Zerschlägt Kapitalismus Leben? Nicht im Sinne von Armut, nicht im Sinne von Krieg und Bombe, sondern begreifen wir die Verfasstheit der Gesellschaft so, dass sie uns, auch wenn sie funktioniert, im engsten Wortsinne um alles betrügt. Ist es wahr, dass konkurrenzhafte Organisation der Gesellschaft in die überwiegende Zahl der Subjekte eingeht, sie hässlich macht, ihnen verunmöglicht, miteinander zu sprechen? Stattdessen kommunizieren sie, was bekanntlich ungefähr das Schlimmste ist, etwas schlimmer als die Hölle. Sie sozusagen ihre Kommunikation über instrumentelle Vernunft, über Berechnung austrägen lässt, über Vorteile. Das heißt, die Kernfrage ist, reicht eine Autobahnfahrt von Hamburg nach Bremen, um nach einer solchen Autobahnfahrt zu sagen, mit dieser Gesellschaft bin ich total verfeindet? Denn man sieht da ja alles. Das Drängeln, das Linksüberholen, das Hupen, die Lichthupe. Reicht eine U-Bahnfahrt und ein Blick in die Gesichter, um zu sagen, es ist mir scheißegal, es ist mir nicht scheißegal. Aber ob du Hartz-IVler bist oder eine 50-Stunden-Woche, ich sehe dein Unglück. Das heißt, ist es richtig zu sagen, wir sind verfeindet mit der Marktwirtschaft oder der kapitalistischen Verfasstheit der Gesellschaft, ob sie funktioniert oder nicht. Das ist was anderes, als zu sagen, ich bin verfeindet mit dieser Gesellschaft, weil ich über sie aussagen kann, dass sie unfähig ist, die Menschheit zu ernähren. Wir wissen um die Zahl der Hungertoten jedes Jahr und derer, die an medizinischer Unterversorgung sterben. Oder weil ich weiß, dass der Kapitalismus periodisch sich in Krisen entlädt, weil er ja Produktionsmittel zerschlagen muss, um ein neues Akkumulationsmodell installieren zu können. Oder sage ich, ich bin verfeindet mit dieser Gesellschaft, auch wenn es Leute gibt, die sagen, sie könnten ihre Krisenzyklen abmildern oder abschaffen, weil die konkurrenzhafte Organisation der Gesellschaft, die Notwendigkeit voranzukommen, die Notwendigkeit, seine Arbeitskraft zu verkaufen, dazu führt, dass die Mehrheit der Menschen als Reflexionsform von Produktionsverhältnissen enorm hässlich wird.